So, hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir machen weiter mit zwei wunderbaren, fantastischen, realistischen Froschmodellen von Frank aka Tellman. Ein Künstler, der diese Modelle hier ja rein autodidaktisch herstellt, hat es nie gelernt, ist kein Profi, macht es einfach just for fun und haut hier, glaube ich, jeden Profi weg. Denn die Figuren sind einfach nur atemberaubend realistisch, der absolute Oberknaller. Wir haben hier ein Moorfroschpärchen, das hat er mir geschickt. Also hier nochmal, ja, allerbeste Grüße an dieser Stelle, du bist der absolute Oberknaller. Und zwar fand er es reizvoll, mal beide darzustellen, links das Weibchen, rechts das Männchen, während der Paarungszeit. Da werden die Männchen, die normalerweise über das Jahr gesehen genauso aussehen wie links dieses Weibchen, himmelblau. Die färben sich während dieser Zeit himmelblau, der absolute Oberknaller. Und ja Gott, ich erzähle euch einfach mal ein bisschen, was mir jetzt gerade spontan dazu einfällt. Ich habe das Glück, wir leben hier in der Gegend im Nordschwarzwald. Wir haben hier auch Moorgebiete, zum Beispiel den Holosee und den Wildsee in Kaltenbronn. Ich blende hier mal kurz Bilder ein. Ja? Und da leben diese Moorfrösche zuhauf, also en masse. Ja? Wir haben das Glück, dass die hier noch wirklich ziemlich verbreitet sind. Man sieht sie auch unterm Jahr hier und da mal rumspringen. Also nicht nur zur Paarungszeit bei ihren entsprechenden Laichplätzen. Ja, Moorfrösche, was soll ich sagen, heißen Rana arvalis mit lateinischem Namen. Sie gehören zu unseren echten Fröschen und gehören neben den Gras- und Springfröschen zu den Braunfröschen. Ne? Anhand dieser normalen Färbung hier. Der Moorfrosch, ja, ist einer von unseren, wie soll ich sagen, kleineren Froscharten, denn diese Frösche werden gerade mal, ich würde mal sagen, so 7 bis 8 cm. Ja, also wir haben sie hier eigentlich 1:1 life size. Ich werde es mal nachmessen im Laufe des Videos. Und somit sind die Moorfrösche definitiv kleiner als Grasfrösche. Wie ihr seht, die normale Form ist von oben her gesehen meist hell bis dunkelbraun. Also manche sind auch wirklich ganz, ganz, ganz hell, fast grau. Und haben hier über den Rücken so ein typisches, wie sagt man, helles Längsband, welches hier dunkler eingesäumt ist. Auch die Streifen, die Färbung ist einfach perfekt. Und Frank hat es hier wirklich also unfassbar gut umgesetzt. Der Wahnsinn. Ja, und die Männchen, wie schon gesagt, während der Laichzeit färben die sich hier in ein wunderbares Hellblau. Und hier hat er sogar einen wunderschönen Verlauf gemacht. Also es ist wie echt. Wirklich. Der Hammer. Moorfrösche besiedeln bevorzugt natürlich Lebensräume mit einem ja, sehr hohen Grundwasserstand. Darum, ich meine, Moorfrosch, der Name kommt nicht zu Unrecht. Die mögen es gerne feucht, um nicht zu sagen nass. Darum, gerade wenn ihr an Moorgebieten unterwegs seid und ihr hört mal links und rechts was springen, wenn ihr über so einen Holzsteg geht, dann sind es meistens Gras oder halt eben Moorfrösche. Ja, hier hat er auch eine schöne Base wieder dazu gemacht. Schön erdig das Ganze. Das hat eine Breite von ca. 16,5 cm und so ein Moorfrosch hat eine Länge von gut 5,5, nicht ganz 6 cm. Also ist noch ein eher jüngeres Exemplar. Ja, aber ihr habt hier schon in etwa eine Vorstellung. Auch hier, wenn man es noch nicht kennt, könnte man denken, das wäre hier irgendwie ein Taxiderm, ja, also irgendwie ein ausgestopftes Tier. Ist es aber nicht, denn ihr seht, die Unterseite ist hohl. Hier sieht man das Latex, was er oder dieses Material, was er hier genommen hat, extra noch etwas mit dem Finger in die Form gedrückt, damit das hier auch alles schön abgegossen wird. Guckt euch diese Unebenheiten auch an. Also es ist wirklich, es ist wie echt, diese kleinen, erhobenen, warzigen Stellen und so weiter. Das ist, ach Leute, das ist so der Oberwahnsinn. Und er hat die Augen wieder wunderschön bemalt und noch extra mit einem Lack drüber. Dann wirkt es umso realistischer. Also es ist, Junge, du haust mich so weg mit deinen Modellen. Aber ich setze mal hier drauf. Da können wir das viel besser betrachten. Also schaut euch nur diese Wahnsinnsfärbung an, die Brauntöne, die er hier genommen hat. Also es ist wirklich tatsächlich, ich kann es nur immer wieder sagen, es ist 1:1, als ob er vor euch sitzt. Ja, Monsieur Moorfrosch in Person. Die Flecken hier und die Unebenheiten auf der Haut. Also das, was ich hier sehe, habe ich so in der Art echt. Also
noch nie direkt vor den Augen gehabt, mein lieber Frank. Das muss ich dir hier mal sagen. Auch die Schallblasen hinter den Augen, ne? Er hat also wirklich an alles gedacht. Die Färbung, die Bemalung, auch dieser helle cremefarbene Strich um das Maul herum. Es ist sowas von 1:1 nachempfunden. Und wie schon gesagt, guckt euch die Unebenheiten auf der Haut an. Also besser geht's nimmer. Besser geht's nimmer. Das hier ist sowas von dermaßen getroffen. Auch die relativ spitze Schnauze, das, ja, die Länge der Beine, die langen Zehen hier hinten, Schwimmhäute etwas angedeutet, das ist so der Hammer. Die ganze Stellung, die Pose, ist also so dermaßen was von gut beobachtet. Ich krieg gleich einen Schlaganfall. So geil ist das, hey, echt Wahnsinn. Ja, auch wie diese Maske. Ja, man sagt ja, wenn so eine Färbung über die Augen geht, sagt man Maske dazu. Ja, zieht sich hier noch etwas über die Kehle, ein Bein entlang. Also großartig. Er hat natürlich das Hauptmerk der Bemalung auf die Oberseite gerichtet. Das ist ja ganz klar. So guckt man es ja dann auch letztendlich an. Also ich bin hin und weg. Hin und weg. Ja, das mal zu diesem braunen, natürlich gefärbten Exemplar. Jetzt kommen wir mal zu dem Männchen während der Brunft, während der Laichzeit. Hier ist das Auge leider ein bisschen gröber geworden, aber nicht schlimm. Ich finde schön, er hat es mit Gold bemalt und hat eine schwarze Pupille gesetzt. Hier ist es, guckt euch das an. Ganz, ganz toll, ne? Und auch hier die Maske schön drunter gemalt. Hier seht ihr auch nochmal die Unebenheiten auf der Haut. Meines Wissens ist es exakt genau das gleiche Modell, nur halt eben in einer anderen Bemalung. Auch hier schön die Details zu sehen. Und in diesem Blau, in diesem hellen Blau, da verschwimmt auch alles ein bisschen. Das ist beim echten Exemplar exakt ganz genauso. Hier seht ihr auch noch ein bisschen die Unebenheiten. Also ich bin da wirklich absolut sprachlos. Was für ein schönes Modell. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ja, falls ihr Interesse dran habt, meldet euch einfach bei ihm oder schreibt mich an. Ich werde es an ihn weiterleiten. Kostet natürlich ein bisschen was, könnt ihr euch vorstellen, denn er sitzt halt auch entsprechend lange dran. Ja, also sowas ist nicht hier mit einem Schnips gemacht, sondern das erfordert wirklich sehr, sehr viel Geduld, Feinarbeit und so weiter und so fort. Er hat mir jetzt nochmal einen Haufen Bilder geschickt während der Produktion. Vielleicht mache ich dann nochmal ein Video, weil ich es einfach so faszinierend finde. Denn, wie schon gesagt, die Gummimasse, die er in die Form füllt, muss er ja später auch noch bearbeiten, ne? Denn überall hat es Gussnasen, Quetscher an den feinen kleinen Zehen und das muss man alles noch wegschneiden und so weiter und so fort. Und dann halt auch noch diese unfassbar feine Bemalung. Wow, also mein lieber Mann, So, hier nochmal der hier auch von der Unterseite. Ihr seht's, hat er also nichts bemalt. Und ihr seht so die Masse in ihrer puren, reinen Form. Und es fühlt sich hier auch schon wieder teilweise wie echt an, ja, durch diesen Gummikunststoff. Es ist also echt Weltklasse. Ja, wunderschöne Exemplare. Ich glaube, da braucht man gar nicht viel dazu sagen. Ihr seht es ja selber. Also ist ein Realismus kaum zu übertreffen. Ich sage ja immer, die schönsten, die besten Tiermodelle, gerade im Bereich Amphibien, Reptilien, kommt von Somso. Und es gibt auch noch andere Hersteller im Bereich von diesen naturalistischen Modelle, Schulungsmodelle, sind ja meistens für den Schulunterricht hergestellt. Die kommen nicht ansatzweise an das, was er hier macht. Somso, okay, aber die anderen Hersteller nicht ansatzweise an diesen Realismus, auch nicht vom Modell her, ja. Und umso schöner, dass er den Untergrund auch noch, ja, tatsächlich mit einem echten Boden, mit einer echten Erde macht. Ja, das Ganze ist natürlich eine Gipsform, die streicht er dann, glaube ich, mit einem Leim ein und drückt dann die Erde hier drauf. Das heißt, man muss schon vorsichtig mit umgehen, aber umso realistischer wirkt das Ganze halt auch, ja. Ja, und ich kann das Ding drehen und wenden, wie ich will. Ich werde einfach nicht satt vom Ansehen. Es ist wunderschön. Wenn euch Moorfrösche interessieren, holt euch einfach mal ein paar Bilder her und vergleicht diese Modelle damit. Also ihr findet da nicht großartig Unterschiede. Es ist der absolute Overkill, um es mal so zu sagen. Also ich krieg mich da wirklich nicht mehr ein. Schon als Kind habe ich Stunden damit verbracht, an Teichen, an Tümpel zu sitzen und den Tieren hier zuzuschauen. Zu Hause in den Terrarien etc. Und auch an diesen Modellen hier kann ich mich eigentlich nicht satt sehen. Also unheimlich
faszinierende Tiere, Schmuckstückchen der Natur, anders kann man es gar nicht sagen. Ja, auch wenn das so unscheinbar hier aussieht, aber ihr seht es ja anhand des Musters, wie schön diese Tiere eigentlich gefärbt sind. Es ist so, ja, nochmal in Pose setzen, so ultra hammermäßig cool. Mann, was für ein Knaller, und die brauchen keinen Schminkkasten, ne? Okay, ihr Lieben, ja, dann an dieser Stelle nochmal ganz, ganz viele liebe Grüße an Frank, aka Tellman. Mach weiter so. Ich finde, du wirst von Figur zu Figur besser. Kann man anders gar nicht sagen. Man denkt ja, besser geht gar nicht mehr. Aber doch, doch, er schafft's. Ja. So, die beiden Hübschen werde ich jetzt nochmal in 360 Grad filmen. Dann seht ihr es ohne meine Finger rundherum. Da wünsche ich euch noch viel Spaß beim Anschauen. Bedanke mich für euer Interesse. Sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Ruppi. Yay. Yeah.